Hey, der Hannes Knechtges von Werde Musiker hier. Schön, dass du am Start bist. Ich zeige dir heute die Top 3 Übungen für Anfänger. Wir starten mit dem Intro schlechthin, Nothing Else Matters, das kann jeder. Ich habe es hier auf verschiedene Arten vorgemacht, mit den Fingern gezupft, mit dem Plektrum geschlagen. Es ist ganz egal, was du da gerade hast, was für eine Gitarre, ob es eine Western-Gitarre wie diese ist mit Stahlsaiten, eine klassische Gitarre oder eine E-Gitarre, völlig egal, alles super. Und wir legen direkt los. Wir brauchen dafür erstmal nichts weiter als unseren Daumen der Zupfhand. In diesem Fall ist das mein rechter Daumen und wir starten mit der Seite, die dir am nächsten ist, die mit der E-Seite. Dann geht es als nächstes zu der dritten Seite von unten, 1, 2, 3, auf die G-Seite. Dann auf die zweite von unten und auf die unterste. Also E, G, H und E-Seite. Und dann gehen wir einfach rückwärts, wieder auf die H-Seite und dann wieder auf die G-Seite und dann wieder zur Tiefen zur dicken E-Seite. Also, sehr schöne Einfangsübung, um erstmal überhaupt einen coolen Sound aus deiner Gitarre zu holen, selbst wenn du noch gar nichts auf der Gitarre jemals gemacht hast. Jetzt kannst du das Ganze mit dem Daumen auf der tiefen Seite, auf der E-Seite zupfen. Kannst dann deine Finger aber auch noch zum Einsatz bringen, um das Ganze ein wenig flüssiger zu gestalten, etwas professioneller zu gestalten. Zeigefinger zupft dann die G-Seite, das ist wie gesagt die dritte von unten. Der Mittelfinger zupft die H-Seite, das ist die zweite Seite von unten. Und der Ringfinger zupft die E-Seite, das ist die unterste. Also hast du mit dem Daumen gezupft, dann mit dem Zeigefinger, dann mit dem Mittelfinger und dann mit dem Ringfinger. Das ist schon die fortgeschrittene Variante für die Anfänger. Und ganz sanft erstmal zupfen. Am Anfang tendiert man dazu, sehr fest zu zupfen. Ganz locker und leise erstmal. Wenn das noch zu schwer für dich ist, gar kein Problem, dann habe ich genau das Richtige für dich. Meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger, den findest du unter diesem Video in der Infobox, in der Beschreibung, wie auch immer du es nennen willst. Du trägst dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse ein und deinem Vornamen und schon bekommst du meinen kostenlosen Crashkurs für Anfänger. Du bekommst alles an Basics vermittelt, was du brauchst, um hier auf meinem Channel und in der Welt der Gitarre klarzukommen. Und das Ganze ist, wie gesagt, völlig kostenlos, sondern einfach nur eine Basis sein, damit du hier so richtig durchstarten kannst. Nothing Else Matters können wir natürlich auch mit dem Plektrum spielen. Also. Einfach alles nach unten schlagen. E-Seite, dann die G, H, E, H, E-Seite. Die am nächsten ist die E-Seite. Dritte von unten, zweite von unten, unterste, zweite von unten, dritte von unten. So. Ich denke, jetzt hat jeder die richtigen Seiten gefunden. Jeder mit Plektrum oder mit den Fingern oder nur mit dem Daumen oder mit Daumen und Fingern. Wie auch immer, du hast viele Möglichkeiten, diesen wunderschönen Song, dieses Intro von diesem wunderschönen Song auf die unterschiedlichsten Arten zu spielen. Kommen wir jetzt zum zweiten super guten Ding für Anfänger. Und das ist ein Akkord. E-Moll. Passt sehr schön zu diesem Intro von Nothing Else Matters, weil letzten Endes ist dieser Akkord die Basis für dieses Intro gewesen. Und du wirst jetzt gleich auch verstehen, warum. Wir haben ja nur die tiefste Seite und die drei höchsten Seiten bisher gezupft. Und da fehlen ja noch zwei Seiten, nämlich die zweite von dir aus gesehen und die dritte von dir aus gesehen. Das sind die A- und die D-Seite. Und da packen wir jetzt mit unserer Greifhand den Zeigefinger im zweiten Bund auf der zweiten Seite von dir aus gesehen. Mal Bund, erster Bund, zweiter Bund. Und mit dem Mittelfinger
direkt daneben, auch in diesem zweiten Feld, nenne ich es immer etwas unfachmännisch, aber das ist am leichtesten hier so als Felder zu betrachten und die Bünde sind diese Metallstäbchen, die rahmen diese Felder ein. Also hier zweiter Bund A-Seite und dann der zweite Bund D-Seite. Und so nah an die Metallstäbchen, an die Bünde ran wie möglich, dann lässt sich der Ton nämlich am einfachsten erzeugen. Also hier ist es einfacher als hier. Hier muss man viel mehr Druck aufbauen als hier. Das schon mal im Hinterkopf halten. Schön steil hinstellen die Finger. Der Daumen kontert das Ganze auf der Rückseite und dann schlägst du alle sechs Saiten an. Mit Plektrum oder Daumen, ist ganz egal, oder auch mit den Fingern. Kommen wir zum dritten und letzten Supertipp, einem schönen Schlagmuster. Du greifst diesen Akkord und möchtest das Ganze eben nicht nur so langweilig runterschlagen, sondern was Cooles spielen. Und das machst du folgendermaßen. Du schlägst runter, runter, hoch, hoch, runter, 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 hoch. Runter, runter, hoch, hoch, runter. Runter und nochmal am Ende runter hoch. Runter, runter, hoch, hoch, runter. Runter, runter, hoch, runter. 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 Runter. Wenn du weitere coole Videos zum Thema Gitarre lernen kennenlernen möchtest, dann klick direkt hier drauf. Es geht direkt weiter. Mein Name ist Hannes Knechtges. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.